Hi und willkommen zu einem neuen Review-Video von Atometa Design. Mein Name ist Markus und heute möchte ich euch gerne das Rode RodeLink Filmmaker Kit vorstellen, welches ich vor einigen Tagen bestellt habe. Und zwar war ich auf der Suche nach einem guten Lavalier-Mikrofon für Interviews und YouTube-Videos und habe mich erst im niederpreisigen Sektor bewegt. Das heißt, so bis zu 30 Euro habe ich mich erstmal umgeschaut. Ja, und in diesem Sektor habe ich dann einige Mikrofone gefunden, die schienen jetzt gar nicht so schlecht zu sein. Allerdings sind das oftmals Mikrofone gewesen, die man zum Beispiel per USB betreibt. Das heißt, eher für Gamer interessant, für Teamspeak zum Beispiel. Dann gibt es wieder einige, die werden ans Handy angeschlossen. Dann sind wieder welche dabei, die man mit so einer kleinen Knopfbatterie zum Beispiel betreibt. Das kam für mich überhaupt gar nicht in Frage, weil ich einfach nicht weiß, wann diese Batterie zum Beispiel leer ist. Das heißt, wann ich jetzt einen Ausfall zum Beispiel zu befürchten habe. Und jedes Mal so eine Batterie austauschen, kommt für mich halt eben auch nicht in Frage. Ja, und dann sind einige Mikrofone einfach dabei gewesen in diesem Sektor. Die sind halt einfach nicht so gut verarbeitet, aufgrund des Preises schon allein. Ja, und dann bin ich auf das Filmmaker-Kit gestoßen, was allein schon interessant für mich gewesen ist, weil es einfach eine Funkstrecke beinhaltet. Und dadurch ergaben sich wieder ganz neue Möglichkeiten für mich, wie zum Beispiel das kabellose Betreiben einer Mikrofonangel. Ja, der Preis des Kits liegt derzeit bei 270 bis 300 Euro, wofür ich jetzt auch einiges an Qualität erwarte. Also mindestens auf jeden Fall im Gegenzug zu diesen 30 Euro Mikrofonen. In diesem Video zeige ich euch auf jeden Fall, was ihr alles mitgeliefert bekommt, wie ihr das Gerät in Betrieb nehmt und wie ihr es konfiguriert. Und ich werde die Funkreichweite testen und es vergleichen mit einem Richtmikrofon und dem kamerainternen Mikrofon. Das Filmmaker Kit wird in einer großen Doppelpackung geliefert. Diese beinhaltet zwei Packungen, jeweils mit dem Sender und dem Empfänger, oder besser gesagt Transmitter und Receiver, um der Bezeichnung der Geräte gerecht zu werden. Die Geräte sind in der Auslieferung für den Transport sehr gut verpackt. Sie sind deutlich mit TX für Transmitter und RX für Receiver gekennzeichnet, sowohl auf der Verpackung als auch auf der Oberseite beider Geräte. Sie machen einen sehr stabilen und wertigen Eindruck. Mitgeliefert wird jeweils eine kleine mehrsprachige Schnellanleitung, aus der im Grunde die meisten Dinge direkt hervorgehen. Beim Empfänger befindet sich noch ein kleines, hochwertiges Klinkenkabel im Lieferumfang. Beim Sender ist noch ein Hinweisschild auf der Rückseite angebracht, dass man die Batterien doch bitte möglichst flach und nicht in einem steilen Winkel in das Fach einlegt, sodass der Federkontakt für den Minuspol keinen Schaden nimmt. Zudem beinhaltet die Verpackung des Senders auch noch das Lavalier-Mikrofon, welches in einer kleinen schwarzen Ledertasche für den Transport daherkommt. In dieser findet man zudem, abgesehen vom Mikrofon, die Befestigung für das Mikrofon, einen Windschutz für den normalen Gebrauch in Innenräumen und zudem ein Windschutzfell für den windigeren Außeneinsatz. Diese können beide ganz einfach auf das Mikrofon geschoben werden. Um zu verstehen, wie genau die Befestigung für das Mikrofon genau funktioniert, wo es eingehängt werden muss und wie die Kabelführung aussehen soll, habe ich allerdings ganz schön lange probieren müssen, da das weder selbsterklärend ist, noch sich ein Hinweis dazu in einer der Anleitungen befindet. Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich das Mikrofon in die eine Metallschlaufe als Halterung gehängt und das Kabel quasi als Zugentlastung durch die andere gezogen habe. Das sah für mich zumindest ganz logisch aus. Der Empfänger kann übrigens statt mit Batterien auch mit jeder USB-Stromquelle verbunden werden, also zum Beispiel an eine Powerbank oder ein USB-Netzteil. An der gleichen Seite befindet sich außerdem noch der Audioausgang, an dem das beigelegte 3,5 mm Klinkenkabel angeschlossen wird, welches anschließend zum Beispiel an den Mikrofoneingang der Kamera angeschlossen wird. Das Fach auf der Unterseite des Gerätes kann aufgeschoben werden, um die Batterien oder Akkus einzulegen. Ich verwende selbst für meinen Test Sanyo Akkus, weil ich mit diesen sehr gute Erfahrungen gesammelt habe. Akkus haben zwar nur eine Spannung von 1,2 Volt statt 1,5 Volt bei Batterien, jedoch halten diese Akkus sehr lange durch und können eben jederzeit wieder nachgeladen werden.
Nach dem Einschalten sucht der Empfänger auch direkt nach dem Sender auf dem eingestellten Kanal. Dieser lässt sich im Pair-Modus verändern. Dazu zieht man einfach das Batteriefach auf und drückt den roten Pair-Knopf. Die Kanaleinstellung beginnt zu blinken und man kann mit dem Channel-Knopf den Kanal wechseln. Solange diese Anzeige blinkt, kann der Sender auch mit dem Empfänger gepairt werden. Wenn beim Sender der Kanal blinkt, bedeutet das, dass auf dem Kanal noch kein Empfänger gefunden oder er vom Sender getrennt wurde. Hier ebenfalls den roten Knopf drücken und schon sollten sich Sender und Empfänger auf dem am Empfänger eingestellten Kanal finden. Das muss normalerweise nur einmal erledigt werden. Danach merken sich die Geräte, auf welchem Kanal sie miteinander verbunden waren. Neben des Pair-Knopfes gibt es bei beiden Geräten noch einen Schalter, um die Stärke des Eingangs- bzw. Ausgangssignals zu verändern. Während beim Sender das Eingangssignal des Mikrofons um 10 oder 20 dB verstärkt werden kann, kann beim Empfänger das Ausgangssignal an der Klinke um 10 oder 20 dB abgeschwächt werden. Das ist sehr praktisch, um möglichst jedem Aufnahmegerät gerecht zu werden. Es empfiehlt sich übrigens immer, den Eingangspegel oder die Eingangsverstärkung des Aufnahmegerätes möglichst weit herunter zu regeln und das entsprechende Ausgangssignal des Rode-Empfängers dem anzupassen, sodass man das Eigenrauschen des Aufnahmegerätes möglichst vermeidet bzw. nicht noch weiter verstärkt, also einen möglichst großen Rauschabstand erzielt. Ja, um mal so einen kleinen Innenraumtest durchzuführen. Ihr hört mich jetzt gerade über das Rode NTG2, also das Richtmikrofon, und nun das Lavalier-Mikrofon, auf das ich mich jetzt umschalte. Und ja, wie ich finde, ist das Lavalier-Mikrofon doch um einiges direkter und sauberer vom Klang her. Und ja, Raumhall wird nahezu vollständig eliminiert, genauso wie Nebengeräusche, wie zum Beispiel das Brummen von meinem Rechner oder die Nachbarn, die zum Beispiel gerade draußen Rasen mähen und so weiter. Ja, wie weit die Funkreichweite reicht, das interessiert mich jetzt natürlich. Und dafür werde ich einen kleinen Feldversuch unternehmen, also auf dem Feld. Und damit versuche ich dann natürlich alles an Störquellen auszuschalten, wie zum Beispiel WLAN und andere elektromagnetische Störungen, Wände. Ja, und wir schauen uns einfach mal, was das so ergibt. Ja, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Test auf dem freien Feld mit dem RodeLink Filmmaker Kit. Und wir wollen einfach mal gucken, wie weit wir denn wirklich hier mitkommen mit der Reichweite. Momentan ist ja die Reichweite mit 100 Metern angegeben und hier auf dem freien Feld kann man es eigentlich relativ gut testen. Hier haben wir keine Gegenstände dazwischen und schauen jetzt einfach mal, wie weit wir kommen. Momentan stehe ich etwa 3 Meter von der Kamera entfernt. Die Drohne filmt mich hier drüben ja auch noch gleichzeitig, so kann man dann die Distanz insgesamt mal sehen. Alles klar, so, dann werde ich mal langsam losgehen. Und werde dann beobachten, wie weit die... Ach, ich müsste vielleicht die Kamera noch mitnehmen, damit ich das gleich nochmal zeigen könnte. Und zwar... So, okay. Ja, dann gehe ich jetzt mal los und werde dann mal noch dokumentieren, wie weit ich komme. Und werde mal schauen, was jetzt mein GPS-Gerät gleich anzeigt, wie weit ich entfernt bin. Alles klar. So, die ersten 10 Meter habe ich hier schon. Wir sind bei 20 Metern. Ich muss mich hin und wieder mal rumdrehen, damit mir Dennis eventuell gleich ein Zeichen geben kann, falls es abbrechen sollte. 35 Meter haben wir jetzt. Ob man das hier erkennen kann. So, hier sind wir bei 46 Metern. Dennis, du hörst mich noch? Ja, alles klar. Dann 65 Meter. Auf der Kamera bin ich wahrscheinlich gar nicht mehr zu sehen, weil ich so klein bin. 77 Meter, 80, Sound ist da. Ist klar. 90 Meter, 94 und etwa hier
haben wir jetzt die 100 Meter jetzt erreicht. So. Und Sound ist immer noch da. Wink mal einmal, wenn der Sound noch da ist. Ja, perfekt, super. Dann gehe ich nämlich noch mal ein paar Stückchen weiter, bis der Sound dann wirklich abreißt. So. Test 1, 2, 3, 4. Das ist immer langweilig, so ein Test. So, 112 Meter. 115. 117. 120. Sound ist immer noch da. 125. 127. Kann doch nicht sein, oder? Okay, da ist scheinbar Feierabend. So, jetzt komme ich mal ein bisschen näher. Wenn Dennis mir gleich mal sagt, dass der Sound wieder da ist, dann winkt er bestimmt noch mal wieder. Wink, Dennis, wink, winken. Einmal winken, bitte. Einmal winken, wenn du mich hörst. Einmal winken, bitte. Ja, da winkt er doch wieder. So, 118 Meter haben wir jetzt hier. Ich hoffe, auf der Kamera kann man es erkennen. 119, 118, sowas rum. Ja, perfekt. Das hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Das heißt, die 100 Meter, die erreichen wir jetzt hier wirklich. In der Post-Production werde ich dann nochmal sehen, wie der Sound dann wirklich gewesen ist auf dieser ganzen Strecke. Ob der sauber gewesen ist oder ob der zwischendurch mal abgerissen ist. Aber das finde ich doch eigentlich erstaunlich, wenn die Reichweite mit 100 Metern angegeben ist. Ich hatte eigentlich vermutet, dass es schon bei 80 Metern oder sowas abreißt. Aber das ist ja schon eine ziemlich gute Leistung. Ja, da wären wir wieder. Dennis, wink mal, wenn der Sound da ist. Yay! Okay, perfekt. So, dann hier nochmal ein kurzer Tontest mit dem Lavalier-Mikrofon. Gleich im Vergleich mit dem Mikrofon von der Kamera und mit dem Richtmikrofon, mit dem Rode NTG2, was ich jetzt da dran hängen habe. Ich denke mal, jetzt kann man mich ganz gut verstehen. Der Bauer fährt hier gerade mal rum und wir werden gleich sehen, ob wir dann die Geräusche von den Bauern ein bisschen stärker hören, wenn ich das Mikrofon hier einmal tausche. Alles klar. Okay, jetzt nochmal ein kurzer Test mit dem kamerainternen Mikrofon. Ich weiß nicht, wie der Ausschlag ist. Dennis, vielleicht guckst du mal. Kommt was an, oder? Ja, alles klar. Aber ich denke mal, man nimmt schon viel mehr Außengeräusche wahr, als wenn ich das Lavalier-Mikrofon nehme. Aber wir probieren es jetzt nochmal mit dem Rode NTG2. So, jetzt der dritte und letzte Test. Wieder in, wie viel sind das? 4 Meter Entfernung? 4, 5 Meter Entfernung, sowas rum. Mit dem Rode NTG2. Das sollte schon ein bisschen gerichteter sein als das Kameramikrofon. Aber mit dem Lavalier-Mikrofon wird es wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen besser sein. Aber das werde ich jetzt gleich selbst erst eigentlich in der Post-Production sehen. Mal schauen. Ja, kommen wir zum Fazit zum Rode Filmmaker Kit. Also für mich hat sich die Anschaffung definitiv gelohnt. Wer einen Anschaffungspreis von 300 Euro für ein Mikrofon samt Funkstrecke auch nicht scheut, dem kann ich das auch wirklich nur ans Herz legen. Denn damit erkauft man sich wirklich ein hohes Maß an Flexibilität und auch Tonqualität. Das Lavalier-Mikrofon hat mich besonders im Außenbereich halt sehr überzeugt, weil man einfach die ganzen Außengeräusche ausblenden kann. Aber auch in Innenräumen kann es natürlich sehr gut eingesetzt werden. Zum Beispiel beim Kommentieren von Videos oder in Interviewsituationen. Ja, die Funkstrecke hat mich ebenfalls überzeugt, auch wenn die beworbenen 100 Metern jetzt nicht erreicht worden sind und wir einen Abbruch halt schon ab etwa 80 Meter sowas rum gehabt haben. Allerdings würde ich es jetzt wahrscheinlich selber nur einsetzen im Bereich von vielleicht 20 bis maximal 50 Meter. Und ich denke mal, in diesem Bereich, zumindest auf dem freien Feld, wird die Tonqualität auch nicht leiden, beziehungsweise werden wir keine Abbrüche haben. Im Inneren ist es immer abhängig vom Gebäude natürlich. Ich denke mal, weiter als 10 Meter würde ich es wahrscheinlich im Inneren durch die ganzen Wände, durch vielleicht Stahlbeton oder sowas, wahrscheinlich auch gar nicht betreiben. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen oben da und abonniert doch meinen Kanal. So, bis zum nächsten Review. Markus von Atomedia Design.